wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Schon gut. Halb so schlimm, ich... Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my lady. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Und dann sind wir sicher, meinst du? Dann ist die Gefahr vorüber. Die Bresche ist noch immer am Himmel, aber ja, das haben sie gesagt. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche, mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Tja, das sagt sie jedenfalls. Umgehend. Okay, meine Lieben, das war jetzt ein bisschen komischer, krasser Einstieg, muss ich zugeben. Aber hängt einfach damit zusammen, dass mit das Spiel ja abgestürzt ist, mehr oder weniger, beim letzten Teil, Ende des letzten Teils. Und ja, hängt damit zusammen, dass ich gleichzeitig halt im Hintergrund runtergeladen habe, ja. Also wir sind hier bei Dragon Age Inquisition. Wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt mal noch so kurz im Nachhinein schnell erwähnt. Der erste kleine Boss ist irgendwie erledigt. Und weiter geht's dann hier sozusagen mit dieser Zwischensequenz. So, jetzt kann ich hier irgendwelches Zeug nochmal plündern. Ich habe immer noch keine Ahnung, wozu das gut ist. Ja? Dämmerlotus, Elfenwurzel. Ich würde sagen, ich nehme das einfach mal so alles mit. Es wird sich wohl irgendwann mal einen Sinn dafür ergeben, ja? Was man damit so alles machen kann. Gehe ich mal stark von aus. So, schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Da gibt es noch was zu lesen. Was haben wir denn da? Überwachung der Patientin. Ich hatte gehofft, jemand, der für so etwas besser geeignet ist als ich, würde mich ablösen, bevor die Überlebende stirbt. Aber das wird wohl nichts. Also beobachte ich eben ihren Zustand. Erster Tag. Feuchtkalte Haut, flache Atmung, erhöhter Puls, keine Reaktion, geweitete Pupillen. Der Magier sagt ihr vernarbtes Mal. Summe vor unbekannter Magie. Ich wünschte, wir können hier drin einen Templer stationieren. Nur für den Fall. Bezieht sich das jetzt auf mich? Hier. Oder was? Allem Anschein nach, wa? Das wäre eine Truhe, die kann man nicht aufmachen, ne? Okay. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal hier raus. Wir müssen ja Cassandra suchen. Irgendwo in der Kirche. Oh, was ist denn da für ein Auflauf? Ei, was sind wir im Betrieb? Du meine Güte. Steht hier Spalier hier? Hallo? Tag. Das ist sie. Hallo? Das ist Hi. Wir sollten sie nicht stören. Stehen nur wie angewurzelt. Macht ihr irgendwas, wenn ich zu euch gehe? Hi. Nö. Okay, alles klar, dann schlagt weiter Wurzeln. Meinetwegen, so mir jetzt egal sein. Wenn ihr so drauf seid, da vorne ist die Kirche. Schön. Da unten links sieht man übrigens so ein Navigationsdingsbums Kirchen und da vorne leuchtet auch irgendwie so ein kleines Glitzerdings. Das ist wohl immer so mein Zielort. Trotzdem, da war was zu plündern. Wo war das jetzt hier gerade? Da. Dann lass mich doch plündern. Mal gucken, was da drin ist. Ein Tiefenlaurerleder. Okay. Ey, du, geh mal in dein Haus hier rein. Ich muss mich hier immer so ein bisschen umgucken. So, was zu lesen haben wir auch noch. Überwachung der Patienten, 3. Tag. Zittern hat nachgelassen, leichte Reaktion auf Reize, bla blub. Ich werde Lady Cassandra informieren, dass ich damit rechne, dass sie noch vor dem Morgen aufwachen wird. Okay. Was für eine Patientin? Meinen die hier jetzt mich? Oder? Wie oder was? Oder wer? Okay. Es haben sich übrigens jetzt mittlerweile viele Leute dafür ausgesprochen, dass ich Dragon Age Inquisition echt let's playen soll. Also nicht einfach nur ein angezockt machen, sondern wirklich ernsthaft hier das Ding da durchspiele. Okay, das ist ein kleines Umfangsmonster, ja. Also nach meiner Information bin ich damit so die nächsten 40, 50 Stunden oder so beschäftigt. Und, gut, macht aber nichts. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr Bock darauf habt. Ich habe irgendwie auch Bock drauf und so sei es also, ja. Damit ist das hier offiziell kein Angezockt mehr. Es ist ein Let's Play. So.
wird das schon mal geklärt. Und jetzt spielen wir einfach weiter, ja? Suchen wir die Cassandra hier in der Kirche. Da gibt es unglaublich viel zu lesen. Was gibt es denn da schon wieder zu lesen? Ein Gesang für die Verstorbene. Ui. Okay, okay. Ich habe das nur mal kurz überflogen. Buch mit 7 Siegeln. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Da geht's noch irgendwo rein. Cassandra ist aber eher da vorne irgendwo. Ich merke schon, das Spiel, das ist gefährlich für meinen Wühltrieb. Oh mein Gott. Hier gibt's viel zu viel zum Wühle. Zu viele Türen und Zeug zum Öffnen. Ich glaube, hier bin ich falsch, oder? Was heißt falsch? Grundsätzlich falsch kann man ja nicht sein. Ne? Es geht ja hier durch. Vielleicht ist Cassandra ja auch hier unten. Ich hätte ja oben mal gucken können, aber war jetzt nicht so. Warum liegt hier überall was zum Lesen rum? Was ist denn das jetzt schon wieder? Die Gründung der Kirche. Was ist das? Cordillus Drakon, König des Stadtstaates Orlais, war ein ungewöhnlich ehrgeiziger Mann. Im Jahre 15 des Altertums begann der junge König mit dem Bau eines riesigen Tempels für den Erbauer und erklärte, er werde bis zu dessen Fertigstellung nicht nur die kriegerischen Stadtmauern des Südens kriegerischen Stadtstaaten des Südens ein, sondern auch den Glauben an Andraste in der ganzen Welt verbreiten. Okay. Im Jahre 3 des Altertums war der Tempel fertig. In seiner Mitte kniete Drakon vor der ewigen. Uiuiui. Gut, ich will jetzt keine ernste Lesestunde hier machen. Ich plünder lieber was, das geht einfacher. Oh, ein Stab. Stab ist aber schön. Können wir mit dem Stab was anfangen? Ist hier irgendwo Gefahr? Nö, erstmal nie. Schauen wir mal nach, was kann man denn mit dem Stab hier machen? Wo war das wieder? Hier bei Inventar, glaube ich. Waffen. So, Jüngerstab des Feuers. Okay, 36 ist wohl. Ah, jetzt habe ich einen Eisstab und einen Feuerstab. Mit A kann man ausrüsten, mit X kann man untersuchen. Untersuchen heißt. Ah, so geht das also. Okay. Ich muss das Spiel erst mal kennenlernen, meine Güte. Ah, und so kann man im Prinzip. Ah, so kann man das Ganze vergleichen, okay. 22 Schaden, 3% kritische Trefferchance, gegenüber 11% Bonus auf Barriereschaden. Ah, ja, okay. Leer Griff, Stabklinge. Da kann man noch irgendwas einsetzen, so ähnlich wie bei Diablo oder so. Voraussetzung Stufe 2. Okay, ich würde sagen, rüsten wir mal aus. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Vorteil. Wenn wir jetzt nicht zufällig auf einen Gegner treffen, der in irgendeiner Form hier resistent ist gegen Feuer, ist der Stab sicherlich gut. So, das sind alles Waffen. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Rüstung haben wir auch was Neues gefunden. Kapuze der Feuerresistenz. Kann ich damit was anfangen? Nee, nur 11 Zwerg oder Mensch. Mächtiges Todeswurzel, Vita. Okay, was bist du? Ah, Voraussetzung Stufe 4. Okay, so weit sind wir noch nicht. Seltener Harnisch. Plus 6 Verteidigung gegen Magie, 40 Rüstungswert. Ah, Rüstung, okay. Bringt uns nichts, ist genau dasselbe wie das, was wir angelegt haben. Gut. Okay. Ja, das auch nicht. Okay. Sowas haben wir nicht. Ringe oder Ketten oder sowas in der Richtung? Nö. Werkstoffe und Werkgegenstände. Das ist das Zeug, was wir gefunden haben. Ne? Ah. Es gibt Waffenpläne, Rüstungspläne, Rezepturen. Okay, also können wir uns irgendwie Waffen und Rüstungen wohl auch irgendwie zurechtschmieden oder so.
Schattenessenz, ja. Dies ist ein Objekt aus dem Bereich der Kreaturenforschung. Bringe es einem Experten auf dem Gebiet der Kreaturenforschung, um mehr über diese Art von Kreatur zu erfahren. Hä? Okay. Jo, keine Ahnung. Soweit, so gut fürs Erste. Oh, da braucht man einen Schlüssel für. Habe ich keinen, oder? Ja, genau. Außerdem muss man irgendwie Schurke sein. Kann ich ja wechseln jetzt? Zwischen Charakteren? Nee. Oh, Karte. Da ist eine Karte. Wie nett. Okay. Hier ist auch wieder so eine verschlossene Tür. Da kommen wir natürlich nicht rein. Aber da können wir noch was plündern. Verstärkte Schülerrüstung. Ja, damit. Immer schön brav her damit. Das ist ein bisschen umständlich. Gibt es keine Abkürzung zu dem Inventar? Ach, schade. Können wir auch nichts mit anfangen. Erstmal, ne? Wow, Rüstungswert 93. Voraussetzung Stufe 6. Nee, so weit bin ich noch nicht. Ganz eindeutig. Aber egal. Haben wir schon mal was gesammelt? Ist doch schön. Entzünden. Mach mal. Na, Feuer kannst du zaubern. Das ist ja mal toll. Es geht nicht auf, ne? Nee, ist verschlossen. Ja, ich weiß. Ich nix Schurke und so. Was ist eigentlich mit den Kisten? Kann man die irgendwie... Was ist, wenn ich da... Na? Ja, geht gar nicht. Ich kann hier nicht rumzaubern. Gut, okay. Immerhin, wir haben ein bisschen was gefunden. Hier unten. Einen neuen Stab. Ein bisschen neue Rüstung für später. Hat sich der kleine Ausflug ja doch durchaus gelohnt, würde ich sagen. Ne? Gut, wie geht's hier nochmal hoch? Irgendwo. Ah, da. Hier geht's hoch. Gut. So, suchen wir jetzt wirklich Cassandra. Denke ich. Ja, machen wir. So, Cassandra, meine Liebe, wo bist du denn? Habt ihr jetzt völlig den Verstand verloren? Sie sollte umgehend nach Val-Royo gebracht werden, damit die neue Göttliche über sie richtet. Wer sie auch sein mag. Wer redet hier hinter meinem Rücken? Fesselt sie! Ich will, dass hier in der Hauptstadt der Prozess gemacht wird. Was? Hört nicht auf ihn und lasst uns allein. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Sucherin. Die Bresche ist zwar stabil, aber sie bleibt eine Bedrohung. Das werde ich nicht ignorieren. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe getan, was ich konnte, um die Bresche zu schließen. Und es hätte mich beinahe umgebracht. Und doch lebt ihr noch. Ein äußerst angenehmer Ausgang, soweit es euch betrifft. Passt auf, Kanzler. Die Bresche ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Irgendjemand war für die Explosion beim Konklave verantwortlich. Jemand, mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Ihr verdächtigt mich? Euch und viele andere. Jedoch nicht die Gefangene. Ich habe die Stimmen im Tempel gehört. Die Göttliche hat sie um Hilfe gebeten. Ihr Überleben, dieses Ding auf ihrer Hand, das alles ist also nur ein Zufall? Es ist Vorsehung. Der Erbauer hat sie in unserer dunkelsten Stunde zu uns gesandt. Ihr haltet mich also für unschuldig. Oder? Soll ich das antworten? Ja, komm. Ihr habt eure Meinung über mich also geändert. Ich habe mich geirrt. Und vielleicht tue ich es immer noch. Ich werde jedoch nicht vorgeben, ihr wärt nicht genau das, was wir im Augenblick der Not brauchen. Die Bresche ist noch immer offen und euer Mahl bleibt unsere einzige Hoffnung, sie zu schließen. Diese Entscheidung liegt nicht bei euch. Ihr wisst, was das hier ist, Kanzler. Ein Erlass der Göttlichen, der uns die Autorität verleiht, etwas zu unternehmen. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Wir werden die Bresche schließen, die dafür Verantwortlichen finden und die Ordnung wiederherstellen. Ob euch das nun passt oder nicht.
Das war der Wille der Göttlichen. Die Inquisition früherer Tage wieder einzusetzen, um jene zu finden, die sich gegen das Chaos stemmen. Aber noch sind wir nicht bereit. Wir haben keinen Anführer, keine Anhänger. Und jetzt haben wir auch die Unterstützung der Kirche verloren. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln. Mit euch an unserer Seite. Gut, also ich bin einverstanden. Ich will euch helfen. Auf jeden Fall. Wenn ihr tatsächlich die Ordnung wiederherstellen wollt. Das ist der Plan. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Gut, Kleines, mach mal. Als Roger. Das war episch, wa? Finde ich. Richtig cool. Richtig cool. Jetzt fängt das eigentliche Spiel erstmal an. Nicht wahr? Was steht da? Einfluss. Erstatte in der Kirche von Haven Bericht. Worüber? Worüber soll ich einen Bericht erstatten hier? Weiß ich nicht so genau. Ich gehe einfach mal rein. Mal klopfen. Hallo? Jemand da? Beunruhigt es euch? Ja. Die Bresche ist halt noch offen. Aber ich wüsste auch gerne, woher es stammt. Also woher stammt es? Ich wünschte, ich wüsste, was das ist. Oder woher ich es habe. Das finden wir heraus. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist. Ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein, vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde, das ist nicht leicht zu erlangen. Das klingt gefährlich, das klingt nach Spaß. Ihr habt eine Idee? Ja, ihr habt eine Idee? Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Kommandant Cullen kennt ihr ja bereits. Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Wir sind uns auf dem Schlachtfeld kurz begegnet. Es freut mich, dass ihr überlebt habt. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Ihr seid noch größer, als ich dachte.
Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichtet. Templer könnten die Bresche schwächen, damit... alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Was? Die Kirche, Morvita? Die Kirche denkt noch immer, dass ich es war. Das ist längst nicht mehr alles. Einige nennen euch, eine Kunari, Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt. Und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Könnten wir angegriffen werden? Wird die Kirche uns angreifen? Womit denn? Ihre einzigen Waffen sind Worte. Mit denen sie uns dennoch vernichten können. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Na gut, dann würde ich mal sagen, dann rede ich mal mit ihr. Wenn sie nicht bewaffnet ist und nur mit Worte kämpft, sollte das nicht so gefährlich sein. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. So weit, so gut. Einsätze. Der Kartentisch ermöglicht es dir, die Macht der Inquisition in Orlais und Ferelden einzusetzen. Wie spricht man das aus? Orlais? Orlais, glaube ich. Okay. Mutter Giselle ist in den Hinterlanden, die auf der fereldischen Seite des Tisches zu finden sind. Ah. Orlais und Ferelden. Ach je. Gut. Das mächtigste Menschenreich in Tedas ist sowohl für seine extravagante Adelskultur als auch seine Geburtsstätte. Ihr wolltet gerade etwas sagen. Cullen? Ich? Ja. Haven bietet nicht genügend Platz für die Ausbildung unserer Soldaten. Vielleicht könnten wir ja das Gelände hier drüben nutzen. Gut, also führe jetzt auf der feraldischen Seite des Kartentisches den Aufklärungsansatz für die Hinterland durch. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Hoppla. Die Hinterlande erkunden, das kostet 1. Wie viel habe ich? Weiß man nicht. Mach. So, Mutter Giselle wurde zuletzt in den Hinterlanden von Redcliffe gesehen, wo sie sich um Flüchtlinge vor den Kämpfen zwischen den abtrünnigen Templern und Magiern gekümmert hat. Ja, das haben wir schon gehört. Hat sich den Konflikt aber ein bisschen in die Hinterlande ausgebreitet, sodass die Flüchtlinge und Mutter Giselle mittendrin steckten. Wir müssen sie beschützen und, falls möglich, in dem Gebiet die Ordnung wiederherstellen. Okay. Wenn Giselle stirbt, besteht keine Hoffnung mehr auf Unterstützung durch die Kirche. Meine Späher werden an den Kämpfen vorbeischleichen, sie finden und mit ihrem Leben beschützen. Klingt gut. Jo, sonst kann ich nichts auswählen. Passt. Dann denke ich.
Gut, also hier gibt es wohl offensichtlich auch so eine Art politische Komponente in dem Spiel. Gar nicht mal so schlecht. Aufklärungsbericht der Inquisition. Schön. Also ich habe quasi einen Befehl erteilt, hier die Hinterlande zu erkunden und das ist jetzt der Bericht dazu. Wir haben die Kämpfe so gut wie möglich umgangen. Es ist genauso schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Abtrünnigen sind wahnsinnig und greifen alles an, was sich bewegt. Und die Templer hier haben anscheinend niemanden mehr, der sie befehligt. Wir haben Mutter Giselle gefunden und beschützen sie so gut wie möglich, aber sie weigert sich, die Flüchtlinge zu verlassen, bis wir für deren Sicherheit gesorgt haben. Dazu sind aber Truppen erforderlich, die die Abtrünnigen und die Templer aus dem Gebiet vertreiben. Kommandant Kullen hat mich gebeten, Kontakt mit Meister Dennett aufzunehmen, einem Stallmeister im Ruhestand aus Radcliffe, der in der Gegend lebt. Vielleicht kann er der Inquisition bessere Pferde verschaffen. Leider kommen wir gegen den wegen der Kämpfe nicht zu ihm durch. Späherin Harding. Okay. Ja, ich denke, tun wir das, wa? Ah, jetzt kann ich auswählen, wen ich mitnehme, oder wie? Ein Turke, eine Kriegerin und ein Magier. Ja, hinzufügen. Hinzufügen, hinzufügen. Kommt einfach alle mit. Mit X bestätigen. Okay, alles klar. Dann reisen wir mal in die Hinterlande. Nicht wahr? Interessant, interessant. Stellt sich alles recht komplex dar, jetzt erstmal. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das hier alles so im Laufe des Spiels entwickelt. Was man so für Möglichkeiten hat, Einfluss auszuüben. Spionage zu betreiben. Interessant, interessant. Klingt alles recht cool, finde ich. Wenn auch im Augenblick noch ein kleines bisschen unübersichtlich das alles hier. Aber egal, wir haben die Inquisition jetzt gestartet. Ja, jetzt müssen wir damit klarkommen. Bleibt nichts anderes übrig. Wir können ja jetzt nicht hier einfach nichts tun. Herold Andrastes. Ich habe die Geschichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, was ihr bei der Bresche vollbracht habt. Die Leute wissen vielleicht nicht viel über die Kunari, aber niemand hier wird sich euch gegenüber abfällig äußern. Das verspreche ich euch. Späherin der Inquisition Harding, zu euren Diensten. Wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Harding, hm? Wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... vergesst es. Das wird geiler. Mann. Schön, euch kennenzulernen. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Knallharding. Wir sollten zur Sache kommen. Die Lage ist ziemlich ernst. Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Radcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Vey und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gut, meine Lieben. Ich kann das Video nicht gar zu lang werden lassen, tatsächlicherweise. Deswegen muss ich an der Stelle hier sozusagen pausieren. Nicht wahr? Ich hoffe, ihr fand es genauso interessant, wie ich das bislang gefunden habe. Wie gesagt, ich bedanke mich schon mal irgendwie für euer Interesse an dem Spiel und so und für das nette Feedback, das ihr mir gegeben habt auf meine Fragerei irgendwie, ob ihr da ein Let's Play davon sehen wollt oder nicht. Wird ein Let's Play jetzt werden, ja, folgen jetzt regelmäßig Videos und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann, macht's gut, tschüss. Varric.